Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Clip. Ein Clip über beredte Orte, Orte, die etwas erzählen. Und wir stehen hier vor unserer Kita Schatzkiste, eine von 12 protestantischen Kindertageseinrichtungen in der Stadt Zweibrücken. Und bei mir ist der Benjamin Neu mit seiner Mama. Und ich freue mich, dass ihr da seid, denn es soll ja heute darum gehen, ja, um die Kinder. Die Kita ist gerade ganz neu renoviert worden und es ist jetzt wirklich eine schöne kleine Schatzkiste geworden. Aber etwas ist eben nicht so, wie es sein soll. Etwas stimmt nicht. Und um das herauszufinden, gehen wir jetzt einmal hinein. Ja, die Schatzkiste ist schön renoviert. Es ist eine echte Schatzkiste geworden. Aber das Wichtigste fehlt. Es sind keine Schätze drin. Die Kinder sind nicht da. Seit fast 8 Wochen jetzt, seit dem 16. März, sind die Kitas geschlossen. Und in diesen 8 Wochen ist über viele geredet worden und zu vielen geredet worden. Es ist von den Alten die Rede gewesen, um die man sich besondere Sorgen macht. Und das ist auch richtig so. Und der Lockdown war auch richtig und er war auch wichtig. Das wollen wir gar nicht in Frage stellen. Aber es war doch auffällig, dass von den Kindern und zu den Kindern eigentlich überhaupt niemand gesprochen hat. Eigentlich wollten wir heute hier mal die Kinder zu Wort kommen lassen, in der Gestalt von Benjamin. Und dir, lieber Benjamin, zumindest mal die Kita hier zeigen. Weil es ist ja schöner, wenn man nicht kommen darf, wenn man sich wenigstens auf was freuen darf, was noch kommt. Niemand hat zu den Kindern gesprochen und von den Kindern gesprochen. Und es wird Zeit, finde ich, dass wir langsam mal auch auf die Kinder hören und dass wir sie fragen, wie es ihnen geht. Jetzt, wie geht's euch denn, wenn ihr euch nicht mit anderen treffen dürft, wenn die anderen Kinder nicht da sind, wenn ihr nicht in die Kita gehen könnt, wenn ihr euch mit euren Freunden nicht sehen könnt? Ja, und worauf freust du dich, wenn es wieder losgeht hier in der Kita? Und es wird Zeit, dass wir auch mal Danke sagen zu den Kindern und auch zu ihren Eltern. Nämlich dafür, dass sie das gemacht haben, dass sie jetzt auf so vieles verzichten, dafür, dass wir nicht es so haben, wie es zum Beispiel, wie wir es in Italien oder wie wir es in Frankreich gesehen haben, wo dann Leute die Behandlung, die sie brauchen, nicht bekommen können, wo die Menschen auf dem Krankenhausflur liegen und auf Behandlung warten. Das wollten wir so nicht haben. Und das konnten wir nur schaffen, weil ihr mitgemacht habt. Weil ihr alle ganz prima mitgemacht habt. Und dafür vielen Dank. Danke, dass ihr den Lockdown möglich gemacht habt. Und danke auch an die Erzieherinnen, die das alles mitgetragen haben und deren Arbeit in den letzten Tagen auch völlig anders war, als sie es sonst gewöhnt sind und als sie es sonst, ja, als es sonst auch ihren eigenen Ansprüchen entspricht. Interessanterweise, in den letzten 2 Wochen wird nun doch auf einmal über Kinder geredet, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wir haben ein brennendes Interesse, wie dieses Virus auf Kinder wirkt, hat die Bundeskanzlerin gesagt. Es geht um Infizierungsraten, es geht um die Infektiosität von Kindern. Es geht also wieder nur um uns, es geht um die Erwachsenen, um die Großen und darum, dass alles weiter funktioniert. Aus Angst, dass die Kinder kleine Infektionsschleudern sind, hat man sie 8 Wochen lang weggesperrt. Und das, wie wir jetzt eben über Kinder reden, das zeigt doch eine ganze Menge über uns. In der Krise wird vieles schärfer deutlich, unter anderem eben auch das, was Kinder für uns sind. Die Zeit hat es auf den Punkt gebracht. Kinder sind die systemrelevante Gruppe überhaupt. Sie sind unsere Zukunft, hat man geschrieben. Das klingt erst einmal ganz schön. Die Bundeskanzlerin: Wir können nicht den gesamten Handel aufmachen und noch kein Wort über die Kita gesagt haben. Also, es geht wieder um uns. Es geht darum, dass unser System funktioniert. Wenn wir in die Bibel gucken, bei Jesus sind die Kinder auch systemrelevant und sie sind auch die Zukunft. Aber eben nicht so,
dass sie funktionieren müssen, dass sie so sein müssen und dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, sondern gerade umgekehrt. Ihr müsst werden wie die Kinder, sagt Jesus. Umgekehrt, wir Großen müssen so werden wie die Kinder für eine menschlichere Welt. Die Kinder sind die Größten, sagt Jesus. Werdet wie ein Kind. Das heißt, lebt, ohne dass ihr glaubt, dass ihr euer Leben in irgendeiner Weise verdienen oder rechtfertigen müsst. Lebt einfach aus Vertrauen und aus Liebe. Ihr wisst, dass ihr von vielem lebt, was ihr nicht selber machen könnt, was ihr ganz einfach selbstverständlich als Geschenk annehmt. Freut euch mit den Fröhlichen, seid traurig mit den Traurigen, schreit, wenn es weh tut, lacht und weint und sagt, was los ist, verlangt nach Gerechtigkeit und regt euch auf über Ungerechtigkeit, so wie Kinder das können. Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, vertraut, dass ihr angenommen seid, geliebt seid, eine Liebe, die ihr nicht verdienen müsst und die ihr nicht recht, ein Leben, das ihr nicht rechtfertigen müsst. Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, dann ist eine bessere, eine menschlichere Welt, dann ist das Himmelreich nicht zu haben, sagt Jesus. Mein Appell zum Schluss: Lasst die Kinder raus. Lasst sie spielen, lasst sie Freunde treffen. Es geht, wenn wir die Mittel anwenden, um die Infektionsketten zu verfolgen, was ja jetzt auch schon möglich ist, technisch. In Dänemark sind die Kindergärten recht schnell wieder geöffnet worden, weil man gemerkt hat, dass die Kinder für die Infektionsketten, für die Ansteckungsketten eigentlich gar nicht relevant sind oder ganz wenig relevant sind. Und lasst uns Danke sagen an die Kinder. Danke und öfter mal auch auf sie hören. Und etwas von ihnen lernen, nämlich was eigentlich Leben ist. Ja, auch das schöne Außengelände ist noch ganz leer und ist immer noch ganz ohne Kinder. Zumindest die Notgruppe wird nächste Woche wieder einziehen. Ich möchte mich verabschieden mit einem kleinen Hinweis auf einen weiteren Clip von einem beredten Ort, den wir machen wollen. Und zwar im Stadtmuseum in Zweibrücken mit der Leiterin des Stadtmuseums, Dr. Charlotte Glück. Wollen wir uns mit dem 14. März 1945, mit der Zerstörung Zweibrückens beschäftigen, die sich in diesem Jahr zum 75. Mal gejährt hat. Das Jubiläum ist ja ausgefallen, es ist schon in den Lockdown gefallen. Das Stadtmuseum hat eine wunderschöne Ausstellung oder eine sehr berede und interessante Ausstellung zu diesem Thema zusammengestellt. Und wir werden uns dann mit einem Clip von dort melden, mit Frau Dr. Charlotte Glück, der Leiterin des Stadtmuseums, und mir. Ich heiße Peter Butz, bin Dekan in Zweibrücken und verabschiede mich von Ihnen. Wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie frohgemut und hoffnungsfroh. Ade.